In diesem Video geht es jetzt um die Aufgabe 4. Die hat ein paar Teilaufgaben, deshalb wird die alleine besprochen. In der Schule soll zum Tag der offenen Tür die Erdgeschichte auf einem 10 Meter langen Papierstreifen maßstäblich dargestellt werden. Dabei soll das linke Ende heute sein, das rechte Entstehung der Erde. So, ich fange mal bereits an und mache mir ein paar Notizen bzw. eine Skizze. Also, Aufgabe 4 war das. Ich habe hier einen Streifen, der soll 10 Meter lang sein. Und ich glaube, rechts steht da, heißt es, links heute. Und hier der Beginn der Erde. So, und jetzt was sehe ich hier noch? Entstehung der Erde war vor 5 Milliarden Jahren. Bei den anderen habe ich hier teilweise Millionen. Ich muss mir deshalb überlegen, wie ich das Ganze rechne. Ich würde hier raten, dass ich vielleicht auf Millionen Jahre gehe. Eine Milliarde sind ja 1000 Millionen. Das heißt, diese gesamte Breite entspricht dann, wenn es 5 Milliarden sind, ist das dann gleich 5000 Millionen Jahre. Wenn man das sich schon mal überlegt hat oder eben so eine Skizze gemacht hat, hat man, denke ich, die wichtigsten Werte zusammen, die man für später braucht. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Aufgaben an, genauer. So, die Daten hier, da werde ich wahrscheinlich nochmal zurückgucken müssen. Jetzt gucken wir mal an. In welcher Entfernung vom linken Ende muss das Erscheinen der Dinosaurier markiert werden? Erscheinen der Dinosaurier ist vor 200 Millionen Jahren. Wir gucken mal, linkes Ende. Da brauche ich also hier von heute aus gesehen 200 Millionen Jahre. Das waren die Dinos. So, welche Entfernung? Das sind ja dann Zentimeter, die ich berechnen muss. So, und jetzt müssen wir eine Dreisatzrechnung machen. Es geht erstmal ohne Prozent. Das heißt, zur Aufgabe A mit den Dinos. Ich habe zwei Werte. Das sind einmal die Millionen Jahre. Und ich habe die Länge. Und da ist es so, dass ich ja 5000 Millionen Jahre habe, die 10 Metern entsprechen. Und ich möchte gerne wissen, was entspricht den 200 Millionen Jahren. Da ich hier zweimal zwei Zahlen habe, rechne ich also auf dieser Seite. Als Zwischenwert erscheint mir die 100 ganz gut geeignet. Dann muss ich hier durch 50 teilen und dann mal 2 rechnen. Ich könnte natürlich auch einfach hier, wenn man das so sieht, durch 25 rechnen. So, nehme ich... Naja, vielleicht gleich noch was. Ich könnte auch gleich sagen, 10 Meter rechne ich um in Zentimeter. Zentimeter muss ich ja mal 100 mal nehmen, also sind das 1000 Zentimeter. Dann rechne ich mit dem Wert. 1000 durch 50 gibt 20 Zentimeter. Und dann mal 2 gibt dann 40 Zentimeter. Ja. Und das war die Aufgabe A. Nun zur Teilaufgabe B. Wie viel Prozent der Streifenlänge
nimmt die Geschichte der Menschheit ein. Prozent der Streifenlänge nimmt die Geschichte der Menschheit ein. So, die Menschen sind vor etwa 2 Millionen Jahren erschienen. 2 Millionen Jahre. Das heißt, von heute hier, das ist jetzt viel zu breit natürlich, aber es ist eine Skizze, sind die Menschen. Und ich soll ja jetzt, um nochmal zurückzugucken, ich soll ja sagen, wie viel Prozent der Streifenlänge nimmt die Geschichte der Menschheit ein. Die Gesamtlänge sind ja 10 Meter, aber es geht ja nicht, beziehungsweise ich habe ja noch keine Zentimeterangabe hier, sondern ich habe hier nur eine Angabe in Jahren. Und der gesamte Streifen, also der Grundwert, den ich habe, der ist ja, das sind diese 5 Milliarden, beziehungsweise 5000 Millionen Jahre. Und der Prozentwert sind 2 Millionen Jahre. Und gesucht ist dann eben der Prozentwert. So, und das kriege ich raus durch diese 2 Millionen Jahre, durch 5000. Und das sind 1 durch 2500. Und das werden 0,004, ich muss gerade mal, also 0,0004. Euer Taschenrechner wird da irgendwie so eine komische Ausgabe haben, so 4 mal 10 hoch minus 4 steht da, so muss man das lesen. Im Grunde genommen ist es wieder egal, wie bei irgendwelchen anderen Zwischenwerten, lasst oder stört euch nicht daran und guck doch mal, was ist das einfach in Prozentangabe. Da muss ich ja mal 100 rechnen. Und da kriegt ihr nämlich etwas Besseres raus. Und das ist 0,04. Diese Bedeutung dieser Schreibweise, die ihr da hattet, kommt eigentlich erst in der 10. Klasse. Aber der Taschenrechner kann ja damit rechnen. Soweit die Aufgabe B. Und jetzt fehlt noch die Teilaufgabe C. Hier heißt es, mit einem Vergrößerungsglas lässt sich ein Punkt, der 0,1 mm vom linken Streifenende entfernt ist, erkennbar machen. Berechne, vor wie vielen Jahren ein passendes Ereignis stattgefunden hat. So, 0,1 mm. Nehmen wir mal eine andere Farbe. Also, da habe ich jetzt hier 0,1, das ist jetzt natürlich auch wieder viel zu groß. 0,1 mm. Und ich möchte gerne wissen, wie viel Jahren entspricht das? Wie viel, genau gesagt, wie viel Millionen Jahren entspricht das? Und jetzt haben wir hier auch wieder keine Prozentangabe, sondern es ist einfach wieder eine Dreisatzrechnung. Nämlich 500 Millionen Jahren entsprechen ja 10 Meter. Und dann muss ich überlegen, wie viel Millionen Jahre sind dann diese 0,1 Millimeter. So. Also, das war, ich habe jetzt vergessen, ach, der Stift ist gewechselt. 4c. Also, ich mache mir eine Tabelle. Das ist die Länge und die Jahre. Und 10 Meter entsprechen ja, ups, Millionen Jahre natürlich hier, entsprechen 5000 Millionen Jahren. Und diese 0,1
Millimeter entsprechen wie viel Jahren? So, jetzt ist eigentlich vor allem die Hauptaufgabe, dass man umrechnen muss. Nämlich, wie komme ich oder wie kann ich hier von 10 Meter auf 0,1 Millimeter rechnen? 10 Meter entsprechen ja oder sind ja, 1 Meter ist ja 100 Zentimeter. Das heißt, 10 Meter sind dann 2 Nullen hinten dran, so und so viel Zentimeter. 1 Zentimeter sind ja 10 Millimeter. Das heißt, es kommt noch eine Null dazu. 1, 2, 3, 4 Nullen Millimeter. So, das heißt, 10 Meter entsprechen so viel Millimeter. 10.000 sind das natürlich. Man sollte vielleicht immer hier so alle dreimal sich so einen Zahlpunkt reinmachen, Zählpunkt reinmachen. Nicht zu verwechseln natürlich mit der Kommazahl. So, und wie muss ich da jetzt rechnen? Ich habe hier zwei Werte. Wer es umständlich macht, macht es halt so. Das sind durch 10.000 mal 0,1. Aber letztendlich ist das insgesamt auch berechenbar. Nämlich, das ist gerade durch 100.000. Noch, also eine Null eben mehr. Ja, weil 0,1 ist ja ein Zehntel und mal ein Zehntel muss ich also nochmal durch 10 teilen und dann kriege ich das also direkt hin. Also geteilt durch 100.000 auch hier drüben. Und das gibt dann, machen wir es als Nebenrechnung, irgendwo mal hin. Als Bruchstrich schreibe ich mir einfach das Ganze auf. Das wäre 5.000 durch 100.000. Dann kann ich kürzen, drei Nullen wegkürzen. Bleibt ein Hundertstel übrig. Und das ist dann als Kommazahl natürlich 0,01. Also sind es 0,01 Millionen Jahre. Oder könnte man noch umrechnen, entspricht 10.000 Jahren. Ne? Eine Million sind ja eine 1 mit 6 Nullen. Und davon ziehe ich hier 2 Nullen ab. Und dann bleiben noch 4 Nullen übrig. Und das sind dann 10.000 Jahre. Jetzt sehe ich, dass ich hier noch einen Fehler gemacht habe. Das ist ja hier 5 durch 100.000, also 0,05. 5 Millionen, also 50.000 Jahre. Okay. Ja, also, da ich hatte ja hier 5.000 durch 100.000 rechnen müssen. Da war ein Fehler gewesen. Okay.